Das ist ja grausam. Boah. Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video von uns. Heute geht's da raus. Was da geht, gestern war schon ein guter Einstiegstag, sag ich mal. Gute Fische dran gehabt, ein paar leider auch abgegangen. Was sollen wir machen? Ja. Morgen soll es auf jeden Fall sehr viel besseres Wetter werden, dann müssen wir mal gucken, wie es heute geht. Ja. Aber angezogen sind wir, regendicht auch. Gucken wir mal, ob wir den Regen erwischen oder nicht. Und dann gucken wir mal, was hier so geht. So, hier seht ihr mal unser Boot. 60 PS Motor ist dran. Ja, schön mit einem kleinen Lenkrad, kleines Echolot, ein paar Routenhalter. Für 4 Personen ist auf jeden Fall echt ausreichend. Wir haben gerade gehört, dass es heute auf Heilboot wahrscheinlich erstmal geht. Wir wollen mal einen dicken Gummi ranhängen. Nicht noch einen dicken Pilker. Und Naturköder müssen wir uns dann irgendwie holen. Mal gucken, was wir mit Vater noch so zusammenkriegen. Ja. Steffen und Corinna sind auch dabei. Und dann geht's hier gleich los. So, ich fange mit dem Köder hier an. Das soll, glaube ich, so einen kleinen Seelachs oder so imitieren. Hier mit so einem Magnet einfach festgemacht. Ja, ich glaube, oben hängt jetzt mein Möhrchen dran. Sonst noch ein dicken Pilker oder auch einen dicken Gummi und ein Paternoster. Guck mal, was hier so geht. Also sind echt nur 10 Minuten gefahren. Ganz entspannt. So, also der Untergrund ist echt nicht geil hier. Ist abgerissen bei mir, der Köder. Deswegen, als wir neu knüppern hier mit Knoten los. Hier war die geilste Sache eigentlich, um es festzumachen. Also erstmal den Snap einhängen, ne, den Knoten los und dann einfach hier so rein, mal rumwickeln. Und das hält rumfest. So, jetzt sind wir auf der Pollackstelle. Hier mit dem habe ich schon gestern echt gut gefangen. 220 Gramm hat er. 100 Meter. Oh, 100 Meter haben wir hier, oder? Steht 100 Meter. Steht. Jo. Und dann einfach runterlassen und dann ganz schnell hochkurbeln. Mal gucken, ob ich mit dem runterkomme. Ja. Schauen wir mal. Boah. Da bist du ja am Grund aber. Bist du noch dran? Ja doch. Nee, nee. Da kommt er. Boah. Boah. Nee, nee. Ah, geil. Sehr gut. So, hier ist er. 200 Meter ungefähr gebissen. So, hier war jetzt der Sparen. Doppeldrill. Bei dir ist was Kleineres oben, oder? Hier hinten was Dickes. Was Dickeres auf jeden Fall. Oder ist gleich zwei oder so dran? Ja. Oh, da kommt einer. Ihr seid ein bisschen verhangen. Oh. Rettungsschatz. Mann, ey. Nein, bei mir war es klein. Du hast was Gutes. Wehe! Scheiße! Boah, nicht schlecht! Hä? Noch ein dritter! Schellfisch! Stark! So, wir gehen noch ein bisschen tiefer. Jetzt habe ich hier einfach den Pilger ein Stück Schellfisch angemacht. Kann man auch dann einfach schön am Grund erstmal stehen lassen. Das würde ich jetzt mal machen. Und dann einfach gucken, wie Lenk oder Lump angeht. Welche noch mal was anderes. Gucken wir mal. Alter, ist eine Bremse gegangen. Einschlag. Ich weiß nicht, also am Anfang hat er gut reingeschallert, jetzt lässt er sich nur hochziehen. Ja. Quer gehakt, oder? Nee, nee.
Zeig nochmal her. Geiles Ding. Was hat er? 75, oder? Ja. Stark. So, schön hinhauen. Warten, bis es zupft. Ein paar Pilgern, schön Fisch dran. Gucken wir mal. Oh? Ha? Ist flacher wieder geworden, oder? 29. Oh, aber hier ist ein Schwarm. 29, ja? Ja. Boah. Genau bei der Stelle vom Wasser. Ja, nein. Boah, am Grund. Für nichts Großes. Leng. Keiner. Hier ist er. Hat er? Ja, 50, 55. Nice. Ist dran nochmal? Ist er nicht, aber er hat nochmal gezuppelt. Zuppelt noch. Dann hau an. Jawohl, da hängt er wieder. Alter, was ne Mutti. Ja, die muss erstmal hochkommen, die Mutti. Der will aber. Der hat richtig Bock. Der will zu dir. Kannst du doch nicht machen. Ne, einfach warten. Ja, hab ich ja schon ein paar Mal. Aber jetzt hat er einen richtigen Mund, sag ich. Jetzt hat er drin, ja. Halbe Stunde haben wir, glaube ich, bald voll. Bitte. Weiter pumpen. Kürzeste Minute, bricht an. Halbzeit gleich vorbei. Halbzeit? Ah. Gucken wir mal. Gaff haben wir auch schon bereit. Ja. Sehr geil. Jetzt kriegst du ordentlich was. Ah, hier ist der Köder, ist abgegangen. Halber Drilling ist ab. Oh. Das Spot haben wir nochmal angefahren. Das ist unsere Ausbeute bis jetzt. Die sind aus so einer Tiefe. Die können wir nicht mehr freilassen und lassen uns einfach schön schmecken. Und den Rest, also alles für die Tiere, und dann packen wir es auf den Froster. Gut, dann versuchen wir noch mal ein paar große noch ranzukriegen. Gucken wir, ob wir einen Halbock kriegen. Ja. So, oben ist auch mit dem Fisch. Kein schlechter, oder? Boah, komm, was ist ein Dorsch, oder? Oder wie fühlt er sich an? Komm, wohin drauf. Er wird auf ein nasser Sack, dann wird es wahrscheinlich ein Dorsch sein. Oh ja, ist das? Dorsch, oder? Ja? Schimmelt ein bisschen. Ja, ist ein Dorsch. Boah, ein guter. Geht ihm. Boah, der kommt in der Kiste rein. Geil. Boah, oben zeig her. Alter. Nicht schlecht. Petri. Der Fisch. 15 Metern. Genau unten am Grund wieder. Doppeldrill. Ah, ist auch einer rum? Geil! Geil, geil! Nee. Ah, rum. Boah! Und wie hängen wir drinnen rum? Rein. Ja, aber ich weiß nicht, wie wir drin hängen. Egal. Oh, geil. Ganz ungebissen ist er. Oh. Geil, hat auch nochmal so 70, 75. Dreier. Ja, Dreier. Die ist ab, ja? War es ein guter? Okay. Ja, okay. Aber Kescher ist wieder voll. Nice. So, da kommt jetzt hier übelst Regenfront. Gehen wir erstmal wieder zurück in unseren Hafen. Boah.
sich wirklich sehr erfolgreich. Zwei Längs, viele Seelachse und einen dicken Heilrotbiss. Der war wirklich. So habe ich noch nie gesehen. Aber trotzdem ging auf jeden Fall was. Viel Seelachs heute. Ja, stimmt. Nächste Tage haben wir noch ein bisschen was anderes vor, ne? Das wär's dann.